Heute haben wir spannende Themen. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Ja, Masseneinwanderung in die Sozialsysteme stoppen. Darüber sprechen wir mit René Springer. René Springer ist Sprecher für Arbeit und Soziales, AfD-Bundestagsfraktion. Herr Springer, herzlich willkommen bei Hallo Meinung. Hallo, Herr Weber. Ja, wir hatten ja schon mal ein Interview miteinander, das auf große Resonanz gestoßen ist. Wir lesen in einem Pressebericht, der von Ihnen ist, laut Medienberichten beziehen aktuell bereits 1,8 Millionen Ausländer Hartz-IV-Leistungen. Das ist ein Anstieg um 38% von 2015. Sie möchten die Masseneinwanderung stoppen. Genau so ist es. Was wir beobachten, ist ganz klar ein Angriff auf unseren Sozialstaat, eine nie dagewesene Einwanderung in unsere Sozialsysteme, die schon seit Jahren andauert und ein Ausmaß angenommen hat, das vielen, glaube ich, in diesem Land nicht bewusst ist. Vor allem die, die hart arbeiten und Steuern zahlen, dass wir nämlich kurz davor stehen, dass 50% aller Hartz-IV-Empfänger Ausländer sind. Und wenn diese Entwicklung so weitergeht, werden Deutsche bald nur noch für Ausländer in den Sozialsystemen arbeiten. Das heißt also, wenn wir das überlegen, Sie sind Sprecher für Arbeit und Soziales. Nach meinem Informationsgrad ist es so, wir haben noch 18 Millionen Nettoeinzahler in etwa, die das einzahlen. Wenn wir sagen 1,8 Millionen, dann ist es so, da sind das ja schon mal 10%. Und es arbeiten ja im Grunde genommen dann 50%, um das zu ernähren, wenn wir die normalen Abgabenquoten sehen. Das hat dann schon eine Größenordnung, die ist schon bedenklich. Ich hatte unlängst eine Bundestagsrede gesehen von einem grünen Abgeordneten, der sagt, wir sind stolz und das ist einmalig in der Bundesrepublik, dass wir jetzt sofort Menschen, die nach Deutschland kommen, sofort in die Sozialleistung, volle Sozialbezüge, das wird nachher auch das Bürgergeld einschließen, auf das kommen wir noch zu sprechen, aber die letztlich Krankenversicherung und so weiter sofort alles in Anspruch nehmen können. Der ist stolz drauf. Wie kommt dieses Missverhältnis zustande? Ja, zunächst mal muss man hier die Namen ganz klar benennen. Es handelt sich um den grünen Politiker Andreas Audretsch. Und ja, er sagte, er sei stolz darauf, dass es nun ermöglicht wird, dass Ausländer direkt in die Sozialsysteme einwandern können. Und er hat im Grunde das ausgesprochen, was seit Jahren das grüne Programm ist. Und die grüne Politik wirkt ja nicht erst seit die Ampel in der Regierung ist, sondern sie wirkt ja über die CDU und auch über die SPD schon seit Jahren. Das heißt, wir hatten schon eine Masseneinwanderung in die Sozialsysteme. Nur der Weg wird jetzt eben noch mehr geebnet. Und erkennen kann man das eben an der Entscheidung, ukrainische Flüchtlinge beispielsweise direkt ins Hartz-IV-System zu integrieren. Normalerweise würden sie behandelt werden wie alle anderen Flüchtlinge auch. Sie würden erstmal ins Asylbewerberleistungsgesetz kommen. Dort sind die Leistungen niedriger als im Hartz-IV-System, aber immer noch im weltweiten Vergleich extrem hoch. Aber sie wären niedriger und es gäbe auch keine Rundumversicherung in der gesetzlichen Krankenversicherung, sondern eben nur eine Notfallversorgung. Das allen war den Grünen, die eben einer Ideologie anhängen, dass alle Menschen auf der Welt gleich sind und sie sollten gleichermaßen Anspruch haben auf deutsche Sozialleistungen. Die Konsequenz dieses Denkens bedeutet nun, dass Ukrainer direkten Anspruch haben auf Hartz-IV-Leistung und eben den Rundumschutz in der gesetzlichen Krankenversicherung plus die Kita-Gebühren, die übernommen werden, also viele Dinge, die sich monetär, also geldlich auch nicht ausdrücken lassen, eben die Kita-Gebühren, die übernommen werden. GEZ-Zwangsbeitrag, der muss nicht bezahlt werden. Eltern, die schulpflichtige Kinder haben, bekommen Geld für Bildung und Teilhabe. Sie bekommen Geld für die Ersteinrichtung der Wohnung. Es ist ein Rundum-Sorglos-Paket und es ist ein wahnsinniger Sozialstaatsmagnet, der damit auf Maximum gestellt wird. Denn in vielen Ländern der Welt träumt man von dieser Leistungshöhe, von diesem Leistungsumfang. Und in der Ukraine wissen wir auch, dass das durchschnittliche Einkommen bei 368 Euro liegt. Da ist es natürlich ein leichtes, in den Flixbus zu steigen, nach Deutschland zu fahren, hier Sozialleistungen zu kassieren und im schlimmsten Fall danach wieder abzudrehen und in die Heimat zurückzufahren. Das, was Friedrich Merz zu Recht als Sozialtourismus bezeichnet hat. Schade, dass er nicht bei seiner Position geblieben ist, bei der er vollkommen recht hat. Man erkennt bei Friedrich Merz, dass er im Kriechgang auch noch in der Lage ist zu stolpern. Der war gut, ja. Dann bedeutet es aber letztlich so, ich meine, sind wir uns darüber einig, die Menschen selber können ja nichts dafür. Sie nutzen ja bloß das, was ihnen angeboten wird. Das kann man ja so unterstreichen. Ne? Also das ist nachvollziehbar. Man könnte sagen, dass es rational wäre, sich das beste Leistungssystem auszusuchen, wenn es einem erlaubt wird. Wir würden das genauso tun. Würden wir in einem Konfliktgebiet leben oder würden wir in einer Region leben, die wirtschaftlich im Grunde nicht funktioniert, würden wir uns auch auf den Weg machen, um unser eigenes Überleben zu sichern und das unserer Familienangehörigen. Man geht eben dahin, wo man
das beste Leistungsversprechen bekommt. Und das ist aktuell weltweit nur Deutschland. Alle anderen Staaten haben ein geringeres Leistungsniveau oder haben Grenzschutz, Grenzkontrollen, lassen Zuwanderer gar nicht erst rein. Und wir sind die Verlierer in dieser ganzen Situation, weil unsere Politik geprägt ist von einer Ideologie der offenen Grenzen, von einer Ideologie des Universalismus, also dass Menschenrechte universell sind. Und aus diesen universellen Menschenrechten leitet sich eben ab, dass man auch in Deutschland Anspruch hat auf steuerfinanzierte Sozialleistungen. Bedeutet ja, wir hören vom Bundesministerium des Inneren, also hier Frau Nancy Faeser, die Bundespolizei hat keine Zahlen mehr. Das heißt, was man so hört, es kommt deutlich über 2 Großstädte jährlich nach Deutschland, die gänzlich alle mit ins Sozialsystem kommen. Denn wir sehen ja, dass auf der anderen Seite 1,7 Millionen Stellen sind unbesetzt, also Arbeitgeber suchen Kräfte, 1,7 Millionen Stellen sind unbesetzt. Mhm. Jetzt sprachen Sie davon, die Länder in Europa. Ist es nicht erstaunlich, dass jetzt, wenn ich Dänemark nehme unter sozialistischer Führung, dass die sagen, wir haben eine restriktive Einwanderungspolitik und sagen, keine Migration mehr und wenn dann letztlich dann nur noch Sachleistung. Ist das nicht erstaunlich? Ja. Es ist sehr erstaunlich. Man hat dort eben erkannt, was politisch erforderlich ist. Und man geht in Dänemark erfahrungsgemäß auch unideologischer an die Politik ran. Und in Deutschland passiert genau das Gegenteil. Aber Sie haben jetzt mehrere wichtige Dinge angesprochen. Ein Sachverhalt ist mir wichtig, weil Sie sagen, jedes Jahr wandern 2 Großstädte nach Deutschland ein. Also wir reden von 200.000 Ausländern, die nach Deutschland einwandern. Das sind Drittstaatsangehörige. Wir sollten selber nicht anfangen, jetzt das Problem kleinzureden. Was in diesem Jahr geschehen ist, ist schlimmer als die Wiederholung von 2015. Wir haben rund 1 bis 1,1 Millionen Ukrainer inzwischen in Deutschland und davon den wirklich großen Teil und größeren Teil ins Hartz-IV-System integriert. Die Bundesregierung selbst sagt, am Ende des Jahres werden 750.000 Ukrainer in Hartz IV sein. Das heißt also, wir haben nicht 2 Großstädte nach Deutschland geholt. Wir sind im Begriff, 12 Großstädte nach Deutschland zu holen. Und man muss sich die Warnungen der Behörden nur anschauen, wie der Landkreistag inzwischen diese Politik kritisiert, wie die Jobcenter in offenen Briefen die Bundesregierung kritisieren, weil das alles einfach nicht mehr zu bewerkstelligen ist. Das, was hier politisch gewollt ist, ist durch die Institutionen, durch die staatlichen Institutionen schlichtweg nicht mehr leistbar. Und auf der anderen Seite muss man auch mal die Frage stellen, ob wir das eigentlich wollen. Und die Frage wird nicht gestellt. Eine Politik, die einen Einfluss auf unsere Gesellschaft hat, in diesem Ausmaß, finanziell, auch kulturell und auch was die Identität betrifft. Solche Entscheidungen, die können nicht irgendwie nachts um 22.30 Uhr im Parlament getroffen werden. Da sollte man doch mal bitte das Volk befragen, was die davon halten, ob die wirklich in diesem Maße überfremdet werden wollen und ob der Sozialstaat so vorsätzlich gegen die Wand gefahren werden soll. Wir haben in den letzten 10 Jahren 117 Milliarden Euro ausgegeben für ausländische Hartz-IV-Empfänger. Was hätte man mit 117 Milliarden Euro in Deutschland tun können? Wir hätten keine marode Autobahnbrücke mehr. Wir hätten kein kaputtes Klo in der Schule mehr. Wir hätten so viele Möglichkeiten zu entlasten, diejenigen, die hart arbeiten und am Ende des Monats im schlimmsten Fall weniger zur Verfügung haben als ein Hartz-IV-Empfänger, das nun mal Millionen Niedriglohnempfänger in Deutschland trifft. Diese Politik, um das mal zusammenzufassen, die ist verräterisch, sie ist inländerfeindlich. Und im Grunde ist das nichts anderes als Sabotage am deutschen Staat und am Sozialstaat. Sie sprachen von einer Nachtsitzung. Ich habe gehört, diese Entscheidung ist an einem Freitag spätabends getroffen worden. Also letztlich an der Öffentlichkeit vorbei. Hat es Methode? Es hat Methode, Entscheidungen zu treffen, ohne dass es die Möglichkeit gibt, Gegenargumente in einer breiten Öffentlichkeit zu entfalten. Was ich wesentlich schlimmer finde als verabschiedete Gesetze um 22.30 Uhr oder um 0.20 Uhr, ist, dass wir in den etablierten Medien, die ich inzwischen als Medienkartell bezeichne, nicht die Möglichkeit haben, nicht nur wir, sondern auch andere kritische Gruppen in unserer Gesellschaft, nicht die Möglichkeit haben, alternative Positionen einzunehmen, die Zahlen, Daten, Fakten offen auszusprechen. Wenn man in die Talkshows schaut, sitzen dort immer dieselben, die wir auch auf der Regierungsbank sehen, die unser Land vorsätzlich gegen die Wand fahren. Eine alternative Meinung wird nicht zugelassen. Und das halte ich für viel problematischer, weil das mit demokratischen Grundsätzen überhaupt nicht mehr in Einklang zu bringen ist.
Frage. Wir hatten unlängst ein Interview mit dem Kollegen Matuszewski-Trewes in Niedersachsen. Die Frau Willi Hamburg, Aufsichtsrat VW, das ist, schon, ist schon erstaunlich. Jetzt sehen wir, hören von Audi, eine Frau aus dem Vorstand sagt, es ist, die Chancen stehen 50-50, dass Audi in 10 Jahren noch existiert. Wir hören das Thürmer jetzt, wie hoch die Zuwanderung ist und welche Zuflüsse. Das heißt doch de facto, wenn jemand 30 Jahre gearbeitet hat, verliert sein Job, weil er Autozulieferer, weil Lieferketten nicht mehr erfüllt werden können, weil Energiekosten zu hoch sind, der kriegt ja dann dasselbe wie jemand, der jetzt nach Deutschland kommt und sagt, hallo, hier komme ich. Ja, natürlich. Und es ist noch viel schlimmer. Die durchschnittliche Rente, der durchschnittliche Rentenzahlbetrag in Deutschland liegt bei knapp über 1.000 Euro. Jemand, der hier nie einen Cent eingezahlt hat, beispielsweise aus der Ukraine kommt, hat hier sofort den Anspruch auf die Hartz-IV-Regelleistung, da reden wir von 449 Euro, also was man an Bargeldanteil bekommt, plus die Kosten der Unterkunft. Und wenn er in Berlin-Charlottenburg eine 150 Quadratmeter Wohnung findet, für 2.500 Euro wird das vom Amt übernommen. Jede Wohnung gilt als angemessen bei Ukrainern. Das war eben die Gesetzesänderung, die der Grüne beworben hat, den wir vorhin angesprochen haben, Andreas Audretsch. Das wurde dort beschlossen. Und nicht nur das, auch die Energiekosten und die Betriebskosten werden komplett übernommen. Während also der Normalsterbliche, der arbeiten geht, eine dreifache Gasrechnung, eine verdreifachte Gasrechnung bekommt, muss er gucken, wie er damit zurechtkommt und wird noch abgespeist mit einem Einmalzuschuss von 300 Euro, die er noch versteuern muss. Bei Hartz-IV-Empfängern aus der Ukraine wird alles komplett übernommen. Und eine solche Politik, die ist nicht im Interesse des Volkes. Das ist eine Politik, ich hatte den Begriff Sabotage schon verwendet, die auch nicht idiotisch ist, sondern sie ist geleitet von fremden Interessen. Und wenn Sie mich fragen, ist inzwischen auch im Kontext dieses Ukraine-Konflikts und wie wir uns dort außenpolitisch verhalten, haben wir in der Regierung Erfüllungsgehilfen sitzen, die nichts anderes tun, als amerikanische geopolitische Interessen zu vertreten. Was hier passiert, ist die gezielte und absichtsvolle Spaltung der Gesellschaft, die Deindustrialisierung des Industriestandorts Deutschland und im Grunde letztlich auch ein Angriff auf unser Staatswesen. Und da könnte man ja meinen, das ist alles Verschwörungstheorie, aber man muss nur ein paar Monate zurückgehen und sich erinnern an den Besuch von Robert Habeck in Washington, der Biden in einem persönlichen Gespräch sagte, dass Deutschland eine dienende Führungsrolle einnehmen würde. Das ist nichts anderes als die Offenbarung dessen, was viele vorher schon geahnt haben, dass wir ein Vasall der Amerikaner sind. Und die innenpolitischen Zusammenhänge habe ich gerade kurz dargelegt. Außenpolitisch bedeutet das, dass man uns immer tiefer in diesen Konflikt reinziehen wird. Wir wissen, dass die Wirtschaftssanktionen gegen Russland, dass Russland davon profitiert und wir im Grunde einen enormen wirtschaftlichen und industriellen Schaden davontragen werden. Gazprom hat die Einnahmen seines Lebens gemacht in diesem Jahr mit, glaube ich, knapp 46 Milliarden Euro, der höchste Gewinn seit 2004. Und bei uns geht die Wirtschaft vor die Hunde. Das ist doch offensichtlich, dass das nicht im Interesse des deutschen Volkes ist, eine solche Politik zu machen, sondern es ist im Interesse der Amerikaner, weil ein Wettbewerber vom Markt verschwindet. Und nicht nur das, die Beziehungen zwischen Russland und Deutschland sind langfristig gestört. Und das war immer das außenpolitische Interesse, jeweils im 20. Jahrhundert der Amerikaner. Die Dinge muss man mal so klar benennen, was hier passiert. Wir haben Marionetten in der Regierung sitzen und sie machen genau das, was die Amerikaner erwarten. Nun lässt sich hier das ergänzen, das Thema Energie. Wir erleben es ja, Deutschland ist ein Land, das sehr viel Rohstoffe braucht, insbesondere für die Chemieindustrie, die Stahlindustrie. Man erhofft sich, die Stahlindustrie hier durch alternative Energien betreiben zu können, was nie funktionieren wird. Sie haben richtigerweise, sagen Sie, das muss ja eigentlich jeder auch in den Beratergremien dahinter sehen. Sind die Beratergremien genauso besetzt? Warum machen die dieses Spiel mit? Jeder, der sich ein bisschen mit Wirtschaft befasst, der sagt, Moment mal, Niedersachsen haben wir Vorkommen an Gas, die Bundesrepublik 20 Jahre versorgen können. Nun muss natürlich noch geprüft werden, die Sicherheit geht über alles, keine Frage. Aber wir beziehen über einen großen Teich, über den Atlantik, über Tanker, die mit Schweröl betrieben werden, in den Vereinigten Staaten durch Fracking gefördert, das Erdgas, LNG, Flüssiggas. Da muss doch jeder im Beratergremium, ob das KPMG ist oder andere Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, die sich ja damit
großes Geld verdienen als Berater. Die müssen so sagen, Freunde, hier stimmt doch etwas nicht. Oder ist auch da der amerikanische Einfluss? Wir wissen KPMG, wir wissen die Bild-Zeitung KKR. Ist der Einfluss der Amerikaner schon so groß, dass dieses Spiel gemeinsam betrieben wird? Ich glaube, dass man hier auf zwei Ebenen die Analyse betreiben muss. Das eine ist die ideologische Ebene. Es gibt einen großen Teil in unserer Bevölkerung, der glaubt, dass das, was die Grünen da machen, richtig ist. Ist überzeugt von der Ideologie. Und wir wissen zum Beispiel aus Umfragen unter Journalisten, dass ein hoher Anteil der Journalisten in Deutschland eigentlich linksgrün, sich selbst linksgrün verorten. Die das im Grunde toll finden, wenn irgendwelche Klimakaoten sich da morgens auf der Straße auf dem Berliner Ring festkleben und den Verkehr aufhalten und im schlimmsten Fall eben auch ein Krankenwagen nicht mehr durchkommt und verletzten Personen nicht mehr geholfen werden kann, die im Grunde dahinterstehen. Das ist das eine, also die ideologischen Triebtäter. Das andere sind die wirtschaftlichen Interessen. Wenn man sich mal anschaut, wer denn die Wirtschaftsweisen sind, wer die Journalisten sind, vor allem im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wer hinter der Asylindustrie steht und hinter der Sozialindustrie, dann gibt es einen gemeinsamen Nenner. Das sind alles Leute, Institutionen, Organisationen, Vereine, Verbände, die vom Staat abhängig sind, die vom Staat begünstigt werden. Wir haben hier in Deutschland einfach ein riesengroßes Patronagesystem. Und da gilt das alte Sprichwort, wes Brot ich esse, des Lied ich sing. Genau das passiert hier. Wir haben hier eine Mitläufergesellschaft, die davon wirtschaftlich und finanziell profitiert, wenn sie das macht, was die Bundesregierung vorgibt. Na gut, die größten Arbeitgeber, es sind natürlich Menschen, die im unteren Bereich sehr menschendienlich arbeiten, ist die Caritas und es sind die Diakonien. Darüber muss man sich im Klaren sein und die partizipieren so natürlich mit am meisten, keine Frage. Lassen Sie mich zum Bürgergeld kommen, das ja nun ein Geplänkel im Bundesrat ist. Sehen Sie es als Schaugefecht, weil irgendwo gesagt wird, okay, das Vorratsvermögen, das wird reduziert, aber im Grunde genommen hat doch die CDU, hat doch überhaupt keine Chance, dem zu widersprechen. Die haben doch viel zu viel Sorge vor den linksgrünen Medien zu sagen, Moment, dieses Bürgergeld verhindert, dass im unteren und mittleren Lohnsektor Mitarbeiter gefunden werden, was ja jetzt schon oder nicht gefunden werden, was ja jetzt schon in der Gastronomie, Hotelgewerbe, im Baugewerbe und überall der Fall ist. Ich meine, ich erlebe es ja selber, dass viele sagen, Bauhelfer, also für 2.700 Euro arbeite ich nicht mehr. Wenn ich dann ein bisschen was nebenher mache, habe ich mehr und muss nicht jeden Früh um 6 aufstehen. Die CDU wird doch dieses Spiel mitmachen. Punkt 1, die Frage. Und Punkt 2, das Bürgergeld wird doch letztlich dazu führen, dass wir die Arbeitslosenquote, wie sie jetzt ist und wie sehr oft ist, nicht wegkriegen werden, nicht mindern werden. Ja, zunächst muss man erstmal feststellen, dass die CDU das Gesetzesvorhaben im Bundesrat blockiert hat. Es ist aber zu vermuten, dass sie das tut, was sie in der Vergangenheit auch getan haben, dass sie eben die Zustimmung abhängig machen von Zugeständnissen. Und ich denke, die Zugeständnisse werden beim Bürgergeld symbolischer Natur sein. Sie werden auf anderer Ebene erfolgen. Es gibt andere Politikvorhaben, wo die CDU dann gerne ihre Mehrheiten hätte. Und das ist eben ein Geben und Nehmen, weil es eben auch kein ehrlicher Gegensatz zwischen Regierung und Opposition ist. Wir haben hier ein Parteienkartell. Sie arbeiten zusammen. Sie unterscheiden sich im Grunde nur noch in Nuancen. Und wenn es der CDU dient, dann verraten CDU-Abgeordnete ihre eigene Großmutter. Das ist meine Erfahrung im Deutschen Bundestag. Hier geht es nicht um das Wohlergehen des deutschen Volkes. Hier geht es schlichtweg darum, selbst am System, vom System zu profitieren, an den Pfründen zu bleiben, keine Macht abzugeben und auch weiterhin die Geschicke des Staates zu lenken und die Opposition, die echte Opposition möglichst außen vor zu lassen. Es ist davon auszugehen, dass ein wie auch immer gearteter Bürgergeldentwurf am Ende doch das Licht des Lebens erblickt. Und das Bürgergeld ist für mich ganz klar ein Zwischenschritt auf dem Weg der Umsetzung grüner Ideologie, nämlich die Einführung eines Grundeinkommens, was in diesem Fall bedeutet, ein Grundeinkommen für Arbeitslose und Ausländer. Warum Grundeinkommen? Weil ich eine Leistung bekomme, für die ich keine Leistung erbringen muss. Denn es ist in diesem Entwurf eben so, dass statt der Sanktionen, die es vorher gab, wenn man eine zumutbare Arbeit abgelehnt hat, eine sogenannte Vertrauenszeit eingeführt wird. Man kann also den angebotenen Job ablehnen, ohne dass es irgendwelche Konsequenzen hat. Und dann wird ja immer argumentiert, ja, das gilt ja nur fürs erste halbe Jahr. Aber was nicht gesagt wird, ist, dass diese Vertrauenszeit danach im Ermessen des Jobcenter-Mitarbeiters weiter verlängert werden kann. Was macht denn ein Jobcenter-Mitarbeiter, der keinen Stress haben möchte mit seinem Kunden und der nicht als Nazi dastehen möchte?
Der wird natürlich den Handlungsspielraum ausnutzen, der wird sich das Leben ja nicht selber zur Hölle machen und wird darauf verzichten, Sanktionen auszusprechen, wie es ja jetzt in der Vergangenheit auch schon häufig der Fall war. Also auch jetzt waren schon die Sanktionen im Hartz-IV-System eine begriffliche Fassade, hatte mit der Wirklichkeit nicht viel zu tun. Woran erkennt man das? Wir haben im Hartz-IV-System ganz aktuell 870.000 Leistungsempfänger, die seit 10 Jahren im Leistungsbezug sind. Erwerbsfähige Leistungsempfänger, 10 Jahre durchweg im Leistungsbezug. Da kann mir niemand erzählen, dass dieser Personenkreis motiviert war, einen Job zu finden. Wir müssen nur durch die Innenstädte laufen. Überall hängen Zettel, 450 Euro Kraftgesuch. Wir wissen, dass in den einfachen Dienstleistungen Personal gesucht wird. Wenn also jemand 10 Jahre in diesem System verharrt, obwohl er erwerbsfähig ist, dann läuft hier irgendwas schief. Und dann kann mir auch keiner erzählen, dass die Sanktionen, die bislang möglich waren, gewirkt haben. Offensichtlich haben sie ja nicht gewirkt. So, das sind alles die Fakten, die man mal offen auf den Tisch packen muss. Und das alles wird eben verschärft, wenn ich jetzt die Leistungen erhöhe auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Sanktionen im Grunde komplett aushebele. Das heißt, wir werden eine weitere Zuwanderung in die Sozialsysteme erleben. Und die Sogwirkung, die davon ausgeht, über die Landesgrenzen hinaus, wird dazu führen, dass sich ganze Heerscharen nach Deutschland auf den Weg machen, um hier ins Sozialsystem einzuwandern. Nun, muss man ja sagen, die Menschen, die da in Verantwortung sind, die meisten haben sich ja noch nie in der freien Wirtschaft bewegt. Und ein Hubertus Heil als Bundesarbeitsminister, man fragt sich, sind die wirklich so weltfremd? Es kann ja eigentlich nicht sein. Ich meine, schauen Sie, Herr Springer, Sie sprechen ja mit Menschen, Sie sprechen mit kleinen Betrieben, mit Mittelstandsbetrieben und jeder wird Ihnen doch in gleicher Art und Weise sagen, wir kriegen keinen Nachwuchs, also die Ausbildungsplätze, viele Ausbildungsplätze sind unbesetzt. Und zum anderen ist doch so, viele Arbeitnehmer sagen, nee, wenn ich überhaupt jemand kriege, lohnt sich das überhaupt noch? Das heißt also, es gibt gewissen Kodex, die Leute 45 plus, die sagen, also für mich, ich will arbeiten gehen, ich will eine tägliche Beschäftigung haben, aber wir erleben doch, wenn jemand mal 2 Jahre nicht in Beschäftigung war, dass es doch ganz schwer ist, diesen Tagesrhythmus wieder herbeizuführen. Erklären Sie doch mal den Zuschauern, wie es immer noch kommt, dass immer noch ein großer Anteil meint, hier dieses Kartell wählen zu müssen. Denn ob das CDU, CSU, SPD, FDP und Grüne ist, die FDP zählt sowieso zu den größten Versagern. Die bilden ja immer noch circa 70% derjenigen, die wählen gehen. Eigentlich sind es ja viel weniger, weil die Wählerquote gering ist. Aber sind die Leute immer noch so verblendet? Warum ist es so? Ich denke, es gibt dafür zwei Erklärungen. Das eine ist so ein typisches Verhalten, was wir schon immer beobachten konnten, dass man eine Partei gewählt hat und man wählt sie immer wieder. Und wenn man gefragt wird, warum wählst du die Partei? Ja, das habe ich schon immer so gemacht. Na, das ist so vielleicht auch die Bequemlichkeit, alte eingetretene Pfade zu verlassen. Das mag eine Erklärung sein. Das andere ist, dass unsere Demokratie zu einer Fassadendemokratie geworden ist. Demokratie spielt sich ja nur zum Teil in Parlamenten ab. Ein großer, wichtiger Baustein in einer Demokratie, das ist eine Medienlandschaft, die es zulässt, dass man Argumente und Ideen austauschen kann, dass man darüber streitet und dass man über die Medien die Öffentlichkeit erreicht. Es ist nicht zumutbar, dass wir als AfD beispielsweise mit Bürgerdialogen oder mit Infoständen auf der Straße 82 Millionen Menschen erreichen. Das ist Aufgabe der Medien. Positionen aufzugreifen, sie neutral und objektiv darzustellen und über Talkshows beispielsweise auch verschiedene Positionen aufeinanderprallen zu lassen. Was passiert de facto in unserem Land? Dass der staatlich oder öffentlich finanzierte Rundfunk, der 8,5 bis 9 Milliarden Euro im Jahr einnimmt, es sich erlaubt, innerhalb eines ganzen Jahres gerade mal einen AfD-Politiker einzuladen, in dem Fall war es Alice Weidel, aber im gleichen Zeitraum fast 200 Politiker der CDU und der SPD und auch viele Politiker von den Grünen und von den Linken einzuladen, aber eben nur einen von der AfD. Das heißt also, der Austausch der Argumente kann überhaupt nicht stattfinden. Und Sie wissen, ich weiß und viele, die hier zuschauen, wissen, dass wir viele Punkte schon seit Jahren ansprechen, wo man den jetzt überrascht tut, wenn in der Bild-Zeitung steht, dass der Anteil der Ausländer im Hartz-IV-System auf 45% gestiegen ist. Also seit wie vielen Jahren waren wir vor der Einwanderung in Sozialsysteme und nennen eben die Zahlen und Fakten. Aber wenn es eben dieses Forum des Austausches, nämlich die Medien, nicht gibt oder wenn sie nicht mehr funktionieren, dann entsteht für die Wähler da draußen eben der Eindruck, es sei ja eine gute, heile Welt und alles ist in Ordnung, denn sie nehmen ja die Probleme nicht wahr, weil sie eben nicht vermittelt werden.
Und so rauscht man eben in die Krise, obwohl der Zustand gar nicht so rosig ist, wie es einem Jahre und Jahrzehnte lang erzählt wurde. Nun muss man sagen, durch Wortfindung, ich spreche von Sondervermögen. Wir beide kennen uns in der Wirtschaft ein bisschen aus. Wenn ich jetzt sage, lieber René Springer, wie läuft denn so? Sie nehmen mal an, Sie sind Unternehmer, sagen, Peter Weber, ich habe ein Sondervermögen von 10 Millionen. Sag, klasse, Mensch, super, super Jahr gewesen. Wie haben Sie das gemacht? Na, ich war bei der Sparkasse in Potsdam. Sag, was haben Sie da gemacht? Er hat gefragt, wie der Kontostand. Nee, ich habe einen Kredit gekriegt. Also wir haben doch hier ein Wortspiel, das als jemand, der als Unternehmer lange unterwegs ist und auch jemand, der im ersten Semester Betriebswirtschaft, der sagt, hier stimmt doch etwas nicht. Ist es nicht so, dass die Ruhe, Punkt 1 und Punkt 2, die Wählerstimmen damit erkauft werden, durch Taschenspielertricks? Ja, durch Taschenspielertricks und ganz klar durch Framing und Framing ist ein englischsprachiger Fachbegriff, der in der Nachrichtenwelt eine ganz große Bedeutung hat. Das heißt, man umrahmt Informationen, man bettet Informationen ein und gibt ihnen dann eine andere Bedeutung. Das ist nichts anderes als die Manipulation mittels Sprache. Und wir erleben das eben nicht nur in Form dieser Rahmensetzungen, sondern wir erleben es eben auch in Form der Auswahl bestimmter Begrifflichkeiten. Es gibt diese infantilen Begriffe, die Bundesregierung sich halt einfallen lassen, auch für Gesetzentwürfe, das Gute-Kita-Gesetz zum Beispiel. Ja? Also ich meine, da will man mit dem Begriff vermitteln, das Gesetz sei in Ordnung. Ja, aber wenn man Erzieher fragt, die haben bis heute noch nichts gesehen von dem Gute-Kita-Gesetz, die haben das Gefühl, der Zustand wird immer schlimmer. Und genauso ist es mit Sondervermögen. Also es klingt nach Vermögen. Und in dem Fall ging es um die 100 Milliarden Euro für die Beschaffung interessanterweise amerikanischer Kampfjets und Kampfhubschrauber. Dieses Sondervermögen ist nichts anderes als Schulden. Eine enorme Last, die zukünftigen Generationen zu tragen haben. Und durch diese Begrifflichkeit, da sitzen Regierungsstuben, da sitzen Experten, die sich mit Sprache auskennen. Die erfinden solche Begriffe. Auch Doppelwumms, ne? Das vermittelt so den Eindruck, na, wir machen was, wir hauen auf den Tisch. Oder Zeitenwende, der Begriff, der geprägt wurde von Olaf Scholz. So, jetzt beginnt was Neues, ein Aufbruch, ein positiver Blick nach vorn. Das ist alles sprachliche Manipulation. Und das Perfide ist, dass diese sprachliche Manipulation vom Medienkartell so 1:1 unhinterfragt übernommen wird. Sie erleben in den Mainstream-Medien kaum einen Journalisten, der das hinterfragt und der sagt, Moment mal, hier stimmt doch irgendwas nicht. Ne? Hier wird doch getäuscht, getrickst und betrogen. Und das ist eben der Endzeitzustand unserer Demokratie. Das wird nicht mehr lange so zugehen, weil inzwischen diese Lügen auf die Realität treffen. Und die Realität ist brutal, sie ist grausam, sie wird für viele in diesem Winter kalt sein, sie wird vor allem teuer sein. Und wir wissen nicht, ob Deutschland als Industriestandort am Anfang des nächsten Jahres noch existieren wird. Das ist die Frage. Nun gibt es ja auch in der Wortfindung das sogenannte Demokratieförderungsgesetz. Ja. Das ist ja letztlich genauso. Ich glaube, mit 1,1 Milliarde ist die ausgestattet. Ja, der Kampf gegen rechts. Der Kampf gegen rechts, ja. Das heißt also, wir haben den Kampf gegen rechts, wir haben das Thema Islamismus, es müssen ganze Polizeigruppen eliminiert werden. In Chatgruppen. Das hat schon eine Bedeutung. Oder das KSK bei der Bundeswehr. Ich habe gestern oder vorgestern ein schönes Wort gehört. Alles, was nicht links ist, ist heute Hitler. So, und ich finde, das bringt so auf den Punkt. Man versucht im Grunde jede Kritik am Establishment, jede Kritik auch an dem Zustand unserer Demokratie zu framen, also einzuordnen als rechts, rechtsextrem oder Nazi. Und dabei gibt es im Grunde zwei Gesetzmäßigkeiten. Ich merke inzwischen, wenn jemand einen Nazi-Vergleich macht, dass dem die Argumente ausgegangen sind. So, das ist Punkt 1. Die zweite Gesetzmäßigkeit, je häufiger jemand den Begriff Nazi verwendet, umso dümmer ist er. So, das muss man einfach mal festhalten. Und ich glaube, dass es unser aller Aufgabe ist, nicht nur in der AfD, sondern vor allem auch bei denjenigen, die jetzt den Mut haben, montags auf die Straßen zu gehen, die den Mut haben, jetzt auch laut zu sagen, das kann so einfach nicht weitergehen. Sie werden konfrontiert werden mit diesen Begrifflichkeiten rechts, rechtsextrem, Nazi, was auch immer. Aber wenn wir das durchhalten, wenn wir dagegen ankämpfen, wenn wir für die Vernunft kämpfen und für eine realistische Politik im Interesse unseres deutschen Volkes, dann werden wir diesen Kampf gewinnen. Dann werden sich die Begriffe an uns abnutzen. Und da, das ist im Grunde auch der Appell an all diejenigen, die genauso verzweifelt sind angesichts dessen, was hier tagtäglich passiert in diesem Land. Durchhalten, kämpfen. Wir dürfen in dieser Schlacht das Schlachtfeld jetzt nicht verlassen.
Vor allen Dingen die Deutungshoheit nicht dem politischen Gegner überlassen. Genau so ist es. Frage, mir geht es allzu oft so, wenn ich angegriffen werde in den Medien. Ich lade die Leute dann immer ein, die letztlich dann diese Argumente Rechtspopulist und Nazi-Sprech. Ich sage, lassen Sie doch bitte Folgendes. Ich lade Sie zu einer Sendung ein. Ich sichere Ihnen ganz faire Behandlung. Ich sichere Ihnen gute Getränke zu. Und Herr Springer, es kommt keiner. Ja. Wie geht's Ihnen? Also das überrascht mich gar nicht. Man versucht ja, den Argumenten aus dem Weg zu gehen. Ich sagte ja gerade, wenn beispielsweise jemand einen Nazi-Vergleich macht, dann ist das ein Beleg dafür, dass er keine Argumente mehr hat. Und was mir schon passiert ist, ist, dass ich Anfragen bekommen habe zu Talkshows, jetzt nicht die großen. Ne? Ich will jetzt auch den Sender nicht nennen, weil der wirklich bemüht war. Aber in diese Sendung sollte eben auch einer eingeladen werden von der SPD. Und der hat dann gehört, dass er mit mir da diskutieren soll. Und dann hat er gesagt, also wenn der Springer kommt, dann komme ich nicht. So, und das ist etwas, was man hinter vorgehaltener Hand eben auch von Journalisten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks hört. Dass Politiker der Altparteien sagen, also wenn da einer von der AfD sitzt, dann boykottiere ich die Sendung. Und damit erzeugt man natürlich einen enormen Druck auf die Redaktionen, die eben auch Angst davor haben, irgendwo verortet zu werden, so als pro-AfD oder AfD-affin verortet zu werden, dass das am Ende wirkt. Man kann auch ein ganz konkretes Beispiel nehmen. Ich hatte kürzlich ein Video, wo es um die Rente mit 57 ging für Ukrainer. Das war eine Zeit lang ein Gerücht. Und da hatte ich mich in einem Video zu geäußert. Dieses Video hatte eine sehr große Reichweite und wurde von Bild-TV aufgegriffen. Und das wurde dann in einer Bild-TV-Sendung eingeblendet. Und da saß unter anderem der frühere Bürgermeister Berlins, der Müller und Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Und nachdem nun der Bildredakteur das einblendete, diesen Videoausschnitt von mir, war der erste Vorwurf, wie können Sie das hier in dieser Sendung zeigen? Wie können Sie denen eine Bühne geben? Aber das sind keine Argumente. Das ist der Versuch, mit der Moralkeule einen Diskurs zu unterdrücken. Und das erleben wir seit Jahren. Und das darf man nicht mehr zulassen. Wir müssen die Altparteien stellen, und zwar inhaltlich und mit Argumenten. Das gelingt nicht, wenn wir nicht eingeladen werden in Talkshows, das ist völlig klar, aber wir müssen eben unsere Bühne suchen. Und so wie Sie sagen, Sie laden die Leute eben ein, ist es unsere Aufgabe, eben bei den Montagsspaziergängen mit dabei zu sein, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen und vor den Rathäusern zu stehen und die Bürgermeister aufzufordern, verdammt auch mal auf die Straße zu kommen und zu erklären, was hier eigentlich läuft und warum sich der Bürgermeister noch nicht an die Bundesregierung gewandt hat mit der Forderung, die Sanktionen beispielsweise zurückzunehmen gegen Russland. Jeder Bürgermeister, der erkennt, dass das vor Ort zu enormen Problemen führt wirtschaftlich, hat doch die Möglichkeit, seinen Einfluss geltend zu machen. Und diesen Druck, den muss man eben erzeugen, wenn man die Möglichkeit der Talkshow nicht hat, denn eben auf allen anderen Wegen. Über Formate, wie Sie es anbieten, über die sozialen Netzwerke, über Kanäle wie Auf1 oder Sender wie Servus TV, über alternative Medien, die es gibt. Die Landschaft ist ja inzwischen breit gefächert. Andere Möglichkeiten haben wir nicht. Wir müssen die Möglichkeiten nutzen und kämpfen, kämpfen, kämpfen. Das tun wir ja auch hiermit. Und die Sendung übrigens von Bild TV, wo Sie gesagt haben, 57, das stimmt natürlich nicht. Da hatten wir auch eine Sendung gemacht, lieber René Springer, da haben wir über 2,5 Millionen Einschaltquote gehabt. Also auch sensationell, ne, wie das gelaufen ist. Und ich hatte ja dann auch Gelegenheit, die Frau Agnes Zimmermann, das heißt also der Charme auf zwei Beinen, dann mal mitzusehen. Das ist schon erstaunlich gewesen, die Dame. Ne? Also ich spreche nicht das Äußere, sondern ich spreche halt ihre Art und Weise an, die ja ja schon manchmal da ein bisschen Scham vermissen lässt. Ja. Die ist gewöhnungsbedürftig, sagen wir mal so ganz vorsichtig. Wir sprechen also nicht über irgendwelche Frisuren oder was, aber manches passt da doch zusammen. Herr Springer, Bundesregierung finanziert Migrantenboote. Das heißt also, die evangelische Kirche hat ja ein Seenotrettungsboot. Ich dachte immer, Seenotrettung begründet sich, wenn Menschen wirklich in Seenot kommen, die nicht wissentlich auf See fahren. Ja, das ist alles jährlich, so. Jährlich 2 Millionen. Ja. Ist das finanziertes Schleppertum? Natürlich ist es das. Und das ist auch absurd, wenn man sich das mal auf Karten anschaut. Da werden Leute 20 Seemeilen vor der libyschen Küste aufgegriffen und dann 400 Seemeilen nach Malta gebracht oder noch weiter nach Italien, um dort anlanden zu können. Es geht diesen Leuten nicht darum, Menschen in Seenot zu retten. Es geht den Leuten darum, ihre Ideologie umzusetzen. Und diese Ideologie zerstört Nationalstaaten. Die Menschen, die das mitmachen, das sind Globalisten, die glauben, man könne in einem Weltstaat aufgeben. Menschen seien überall gleich, können sich überall niederlassen. Am Ende sind es aber knallharte wirtschaftliche Interessen, die dahinter stehen. Diese Zuwanderung, die wir auch nach Deutschland erlebt haben, ist im Grunde eine Zuwanderung
einer Reservearmee des Kapitals. Wir sehen, wo diese Leute, wenn sie heute nicht in den Sozialsystemen sind, wirtschaftlich eingebettet sind, nämlich im Niedriglohnsektor, weitaus schlechter bezahlt als vergleichbare Beschäftigte hier. Es geht hier um knallharte wirtschaftliche Interessen. Um es nochmal ganz deutlich zu sagen, Lohndumping ist die Folge dieser Zuwanderung. Und wenn Unternehmen heute nach 400 und 500.000 Fachkräften pro Jahr rufen, dann rufen sie nach Billiglöhnern und nicht nach Fachkräften. Und genau das passiert auch. Diejenigen, die zu uns kommen, sind ja keine Fachkräfte, sondern sind ganz überwiegend Leute, die keine Bildung genossen haben in ihren Heimatländern, die man hier gut ausbeuten kann, weil sie nämlich das Arbeitsrecht nicht kennen, weil sie bereit sind, für sehr, sehr wenig Geld den Job zu machen. Und das ist eine perfide Strategie, die uns verkauft wird als humanitäre Hilfe. Das ist genau das Gegenteil. Herr Springer, wo liegen die Lösungen? Die Lösungen liegen jenseits von konkreten Ansätzen darin, dass sich etwas in unserer politischen Kultur ändern muss. Wir erleben heute Regierungsmitglieder, die stellen sich zu Beginn ihrer Amtszeit hin und wiederholen den Amtseid, der da lautet, den Nutzen für das deutsche Volk zu mehren und Schaden von ihm abzuwenden. Aber wir erleben, dass danach genau das Gegenteil getan wird. Wir brauchen Politiker, die dieses Prinzip eben nicht nur aufsagen können, sondern die dieses Prinzip leben. Und dieses Prinzip heißt ja im Grunde übersetzt, Deutschland und die deutschen Bürger und die deutschen Interessen immer an die erste Stelle zu setzen. Es gibt diese Politikergeneration, sie ist in der Opposition und nicht in der Regierung, aber wenn diese Politikergeneration irgendwann in der Regierung ist, dann leitet sich aus der Umsetzung dieses Prinzip Deutschland zuerst, leitet sich dann auch eine ganz konkrete Politik ab, die beispielsweise anfängt, unsere Grenzen zu schützen. Das heißt also, entweder im Rahmen einer sogenannten Festung Europa dafür zu sorgen, dass Europa geschützt wird. Und wenn dieser einheitliche Grenzschutz nicht möglich ist, dann müssen wir eben unsere Grenzen national sichern. Wir sehen es, dass Ungarn hier voranschreitet mit einer schönen Befestigungsanlage, die den Migrantenansturm abwehrt, dann müssen wir das eben auch tun. Das heißt, Grenzsicherung, Grenzschutz, Grenzkontrollen. Wir müssen wissen, wer ins Land kommt und wer dieses Land verlässt. Und wenn jemand dieses Land verlässt, er kein deutscher Staatsbürger ist, aber im Sozialleistungsbezug ist, dann versucht er uns offenbar zu betrügen. Dann heißt das, die Sozialleistungen werden gestrichen. Und solche Personen dürfen ja auch einfach nicht mehr einreisen. Diejenigen, die ausreisepflichtig sind, die haben das Land zu verlassen. Und zwar nicht 8 Jahre später, nachdem also festgestellt wurde, dass er sich widerrechtlich hier aufhalten, sondern 24 oder 48 Stunden später. Das muss das Ziel sein. Und wir sehen ja in den USA, dass das gut funktionieren kann, dass man dort konsequent durchgreift, um illegale Ausländer abzuschieben. Vor allem aber müssen wir den Datenabgleich verbessern. Das heißt also, dass wenn jemand aufgegriffen wird beim Grenzübertritt, dass man eben auf einen Blick sieht, der Grenzpolizist erkennt, ist der eigentlich hier im Sozialleistungsbezug, welche Rolle, was macht der eigentlich hier, welche Identität hat er? Und im schlimmsten Fall stellt man dann fest, dass er mehrere Identitäten hat. Das ist ja auch keine Seltenheit, dass man in solchen Fällen eben auch konsequent sich schützt vor Menschen, die unser System ausnutzen wollen. Und dann ist es so, dass man den Sozialstaat für Armutsmigranten, die also nur herkommen, um vom Sozialsystem zu profitieren, so unattraktiv wie möglich macht. Und das heißt, dass es eben keine Geldleistung gibt, sondern Sachleistung. Sachleistung und vor allem, dass es eine Arbeitspflicht gibt für diejenigen, die im Leistungsbezug sind. Ich rede jetzt nicht davon, dass man ab dem ersten Tag Hartz IV gleich der Arbeitspflicht nachkommen muss. Aber wenn jemand 6 Monate lang durchweg im Hartz IV-Leistungsbezug ist, dann ist es aus Sicht der AfD-Fraktion mehr als zumutbar, wenn er 15 Stunden, das ist unsere aktuelle Forderung, wenn er 15 Stunden pro Woche gemeinnützig arbeitet, Kippen aufsammelt, Graffitis von den Wänden reinigt, die Parks sauber hält. Da gibt es eine Menge zu tun. Wenn wir uns umschauen in unseren Innenstädten, dann sehen wir, dass da eine Menge zu tun ist. Und diese Arbeitspflicht soll eben verhindern, dass nebenbei schwarz gearbeitet wird. Sie soll aber vor allem den Sozialleistungsbezug unattraktiv machen und das Solidaritätsprinzip auch wieder aufleben lassen. Denn die Solidarität, die die Steuerzahler Sozialhilfeempfängern entgegenbringen, darf keine Einbahnstraße sein. Diejenigen, die Leistung beziehen, müssen der Gesellschaft auch etwas zurückgeben. Und durch diese Arbeitspflicht wird das eben ermöglicht. Und so kann man mit einigen Maßnahmen, das ist ja ein riesiger Strauß, aber ich will an dieser Stelle mal einen Punkt machen, mit einigen Maßnahmen kann man schon sehr schnell
dafür sorgen, dass zumindest die Einwanderung in unsere Sozialsysteme gestoppt wird. Plakativ kann man sagen, die Menschen, die früh morgens aufstehen um 6 und 8 gehen, wenn man die mal darstellt, das sind Menschen, die in eine Fabrikhalle gehen, Menschen, die auf den Bau gehen, Menschen, die im Kfz-Bereich beschäftigt sind, in den Werken. Das bedeutet, wenn man die darstellen würde, die haben ein Recht darauf, dass Menschen nach einem halben Jahr Hartz IV gesagt wird, jetzt tu du auch etwas als Gegenleistung. Denn der andere, der arbeitet ja für dich mit seinen Sozialabgaben. Mit seiner Abgabenlast, genau, mit seinen Steuern arbeitet er. Wenn wir das so plakativ gegenüberstellen, ich glaube, dass das die Zuschauer dann am besten begreifen, dass ich sage so, Bauarbeiter Huber steht frühmorgens auf, hat am Monatsende 3.400 Euro brutto, Auszahlungsbetrag 2.268 Euro oder 2.468 Euro. Dass man da, schau mal, der Mann arbeitet 38,5 Stunden die Woche für dich, dass du deinen Leistungsbezug hast. Da hast du eine Gegenleistung von 15 Stunden, da brichst du keinen Zacken aus der Krone. Ich glaube, dass das genau eine Forderung ist, die plakativ sich so gut darstellen lässt. Ne? Genau, ja. Genau, das ist es, ja. Herr Springer, das sind Lösungen, die zeigen uns, wir sprachen von Dänemark in der sozialistischen Regierung, da ist es so, Schweden hat es erkannt, Frankreich, ich spreche oft mit Freunden in Frankreich, die sagen, wir haben das Problem, das werdet ihr in ein paar Jahren auch haben, wir werden in vielen Städten der Gewalt und der sozialen Brennpunkte nicht mehr Herr. Wir sehen es ja in Berlin abschließend, dass gesagt wurde, haben wir unsere Ruhe, wenn wir die sozialen Brennpunkte auslagern und wir sehen, dass das keine Lösung ist. Ich sage danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben und lassen Sie uns von Zeit zu Zeit widersprechen. Denn wenn wir nicht den Glauben hätten, Herr Springer, dass wir die Dinge ändern können, da bräuchten Sie nicht in der Politik zu sein und ich bräuchte nicht einen Sender wie Hallo Meinung zu machen. Herzlichen Dank. Genau so ist es. Herzlichen Dank auch an Sie und ich freue mich aufs nächste Mal.